Ja, servus und willkommen hier auf dem Kanal von Ice Tutorials. Hier ist natürlich wieder euer Ice und ich möchte euch natürlich wieder begrüßen bei einem weiteren Tutorial hier auf diesem Kanal. Wir kommen wieder zu Plesk. In diesem Teil wollen wir die Domain einbinden. Also würde ich sagen, also hier ist mal das Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da sind wir wieder natürlich und wir locken uns auch gleich im Plesk ein und da kriegen wir auch hier schon das Fenster Domain hinzufügen. Da gehen wir natürlich auch gleich drauf. Hier tragen wir natürlich unsere Domain. Die Domain sollte natürlich schon längst bestellt sein. Also ihr könnt jetzt hier nicht einfach die Domain eintragen, wie zum Beispiel ja, MyDomain oder sonstiges. Das muss natürlich in den S-Server alles eingetragen werden. Das macht aber meistens euer Anbieter schon alles. Das heißt, ihr braucht eigentlich hier nur die Domain und in der Host-Datei auch die Domain eintragen. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Das ist nämlich ganz wichtig. Da kommen wir auch nochmal zu, wenn ihr euch per Putty einloggt, dass wir hier diese Fehlermeldung wegkriegen, kommen wir auch nochmal später. Das heißt, ich gehe mal mit den Nano-Dieter in den etc und in den Hosts, also Host und dann noch das S und da gehen wir einfach rein und da könntet ihr eigentlich okay, meine Domain ist hier gar nicht eingetragen. Okay. Die habe ich wohl vergessen. Ja, okay, ist aber nicht so wild. Könnt ihr aber nachträglich eintragen. Das heißt, ihr geht eigentlich hier oben rein, gebt die IP ein. Ja, ich mache das jetzt ganz einfach mal. Ja, einfach IP eintragen. Leerzeichen und gibt hier ICE. Tutorials, also in dem Fall eure Domain und das war's. Ansonsten könnt ihr das hier auch noch mal, ja, könnt ihr auch ruhig noch mal machen. Ja, kopiert ihr euch und tragt den Gedöns noch mal hier hinter ein. So, dann macht ihr Strg S Y Enter. X, Y, Enter, Server einmal neu starten und jetzt ist das auf jeden Fall aktiv. Zum nächsten, dann tragen wir hier auf jeden Fall unsere Domain ein, also ice-tutorials.de, in dem Fall eure Domain, ist in dem Sinne wie meine Hauptdomain ice-tutorials, nur dass hier das Minus weg ist. Als nächstes geben wir hier unsere feste IP, das heißt, wenn ihr mehrere IPs habt auf eure Domain, auf euren Server, da gebt ihr dann einfach die IP ein. Ich habe in dem Sinne nur eine IP, also lasse ich jetzt einfach hier, legen wir jetzt einen Benutzernamen an. Es ist natürlich wichtig, dass der Benutzer noch nicht existiert. Ich mache jetzt einfach mal ICE. Hier müssen wir natürlich ein Passwort versehen, was natürlich sehr sicher ist. Das hatten wir ja natürlich in den letzten Teilen schon eingetragen oder aktualisiert. Dann tragen wir hier natürlich hier Domain mit Let's Encrypt. Hier geben wir natürlich dann eine Domain ein. Ich werde hier gleich nochmal eine andere Domain eintragen. Und dann klicken wir einfach auf OK. Wenn ihr natürlich ein Git-Konto habt, könnt ihr hier dran klicken und gebt
Okay, könnt in dem Sinne hier, also ich glaube, hier muss obwohl gut. Will ich mich nochmal ganz genau, ich glaube, hier müsst ihr ein Git-Konto ex, also ihr müsst ein Git-Konto haben und müsst dann hier eure URL vom Git Remote Repository eingeben. Also ja, und dann wird die Domain bei GitHub ja, synchronisiert. Das heißt, alle Änderungen, die ihr vornimmt, wird dann automatisch dort niedergelegt. Ja, ich brauche das jetzt in dem Fall nicht. Und dann gehen wir einfach auf OK. So, und wenn wir das haben, ja, wird hier auch schon die Domain eingegeben und sagt Information, die Domain AS-Tutorials wurde erfolgreich erstellt. Gut. Hier brauche ich jetzt noch ein bisschen, ja, die Domain wird noch geschützt, also die ersten Einstellungen werden noch hier vorgenommen. Ja, okay, hat er abgeschlossen, okay, können wir xen. Gut, jetzt müssen wir hier, ja, hier sagt er schon, PHP-Version ist veraltet. Da gehen wir jetzt mal hier in den Webhosting, nein, nicht Webhosting, Webhosting-Einstellungen. Dort gehen wir mal rein und machen jetzt hier erstmal die Einstellung, das heißt, als ja, tutorials.de ist richtig als Typ, als Webseite und der Status ist aktiv. Ich zeige euch gleich nochmal, wo man das deaktivieren kann, wie auch immer. So, dann bevorzugen wir das www, das heißt, es ist egal, ob wir ein www oder ohne www die Webseite ansprechen, wird automatisch www ja, hinzugefügt. Gut, dann haben wir hier LTS-Verschlüsselung und dann setzen wir hier nochmal ein Haken mit dauerhaft für SEO geeignet. Ja, 301 Weiterleitung von HTTP zu HTTPS. Das heißt, wenn wir HTTP haben, dann wird das automatisch umgestellt auf HTTPS. Gut, hier sagen wir CUI unterstützen. SI Unterstützung und wählen jetzt hier die aktuellste Version aus. Und sagen einmal auf Übernehmen. So, und sagen dann einmal OK. So, dann haben wir hier auf jeden Fall die Fehlermeldung auch schon mal raus. Wir können schon mal die Domain mal aufrufen. Okay. Ja. Sofort. Wir haben hier schon HTTPS mit www. Hier draufklicken, Verbindung ist sicher. Und hier haben wir mal das Zertifikat. Und hier haben wir Let's Encrypt, also passt, ist in Ordnung. Gut, also so können wir die Domain erstmal anlegen. Ja, hier könnt ihr noch weitere Benutzer hinzufügen. Ja. Ja, könnt ihr einfach durchgucken. E-Mails, da kommen wir aber noch mal zu den Anwendungen. Kommen wir auch noch mal zu ja, Datenbanken werden wir natürlich später auch noch mal ja, hier haben wir die Daten, das heißt ob wir per FTP hier können wir auch Daten hochladen oder ja, auch natürlich entfernen. Das geht hier also alles ohne Probleme. Hier haben wir noch die Statistiken, die werden natürlich später noch erst nach 24 Stunden wird das alles ja aktualisiert. Das wird alles ein bisschen dauern. Okay, solltet ihr dazu natürlich noch ein paar Fragen haben, so postet einfach. Ja, natürlich könnt ihr natürlich mit dem Benutzernamen und ja, das Passwort natürlich euch einloggen. Ich kann das natürlich jetzt in dem Fall jetzt hier nicht, weil ich natürlich jetzt hier mit meinem Admin-Account also einmal ausloggen, denn mit dem Benutzer in dem Fall ihr ja, mein Benutzername Eis und ja, das Passwort natürlich und dann seid ihr als Domain-Inhaber und dann habt ihr eine ganz andere Übersicht, aber das ist dann so die einzige Übersicht. Sollte es natürlich bei euch so aussehen, ja, einmal jeden Fenster, ja, von, ja, soll das also so aussehen, denn einfach auf mehr anzeigen und dann seht ihr hier die ganzen Dateien, ja, Web-Applikationen. Firewall, passwortgeschützte Bereiche, die könnt ihr hier auch anlegen. E-Mail, ja, SSL, LTS kommen wir zu, ja, kommen wir auf jeden Fall später hinzu.
Gut, das war's erstmal von mir. Ich will mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bye bye. Euer Eis von Eis Tutorials.